Hi, ich bin MK, Freunde, und heute spielen wir eine Runde Minecraft Helden. Liken, abonnieren, den Glock aktivieren. Wir gehen rein, let's go. Freunde, es ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Was ich euch gar nicht leider gezeigt habe. Wir sind gestern nochmal zu Steini gegangen. Steini hat gestern mein Pferd geklaut. Und es ist etwas ganz, ganz Tragisches passiert. Wir haben ihn verfolgt, Leute. Und wir haben Steini dann erwischt. Wie er mein Pferd geklaut hat. Aber das war da noch alles gar nicht so schlecht, so schlimm. Weil wir ihn dann bis in die Base verfolgt haben. Und ich zeige euch jetzt eine Sache. Ihr seht schon, mein Pferd ist nicht da. Aus einem ganz einfachen Grund. Steini hat mein Pferd geklaut und hat vor meinen Augen mein Pferd mit einem Pfeil und Bogen getötet. Einfach so. Einfach so. Obwohl er sich entschuldigt hatte, da war für uns die Sache schon gegessen. Und Steini, mein Pferd hieß Sören. IT singt ist hier noch. IT singt ist hier noch. Aber mein Pferd Sören wurde von Steini einfach umgebracht, Leute. Einfach ohne Sinn. Hat gar keinen Sinn gehabt. Und dann hatte ich einen Kampf mit Steini und es war echt knapp, Leute. Und wie gesagt, das war alles leider, wo ich nicht aufgenommen hatte. Vielleicht sieht man es bei Steini oder so. Ich weiß es gar nicht. Aber diese Leute kommen jetzt gleich hierher. Und ich hab gesagt, ich möchte als Entschuldigung 2 Diamanten. Und Leute, wir werden eine Beerdigung vorbereiten. Für Sören, Leute. Ich habe gestern schon Chaosflo Bescheid gesagt. Habt ihr schon in der Folge gesehen? Wir haben mit Chaosflo jetzt so gesagt, dass Bündnis, also Neutral Plus mit der Ampel. Und Max hat sich auch ein bisschen, ihr seht hier oben schon, alter Schwede, es hat sich schon ein bisschen was an der Burg getan. So, und zwar seht ihr überall diese P's für Paulberger Ritter, Leute. Wir sind auch offiziell die Paulberger Ritter, nicht mehr der Paulberger Orden. Wir waren ja früher der Paulberger Geheimorden. Und guckt euch das an. Hier ist jetzt der Stall, Leute. Es ist alles begehbar. Hier ist Max sein Thron und hier ist Max sein Kamin. Thron von König Alcrimix, der Erste. Der Erste. Und ich guck mal hier. Oh mein Gott, Steini schreibt jetzt, willkommen jetzt. Steini, wir schreiben, willkommen jetzt. So, dann geht es hier hin. Leute, guckt euch die Türme an. Bro, die haben gar keine Chance, wenn die hierher kommen. Die haben gar keine Chance. Ich werde mir ganz kurz einmal den Lava-Eimer von unten holen, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe hier jetzt schon meinen Lava-Eimer geholt. Und jetzt bin ich ready. Jetzt bin ich ready, Leute. Wir werden jetzt hier vorne warten, bis die Leute da sind. Und ich hoffe, die haben nur den Diamanten gebracht. Aha, wen haben wir denn hier? Hallöchen. Guten Tag. Ja, tretet ein. Ihr werdet schon erwartet. Ja, sehr gut. Pferdemörder. Ich hoffe, dass ihr in keine Falle lockt. Ne? Nein. Auf gar keinen Fall. Ja, wir laufen euch hinterher. Gar kein Stress. Ja. Max? König Max? Tretet ein. Alcrimix, wo bist du? Tretet ein. Um mit dem Paulberger König zu sprechen. Okay, da ist er. Da sind die Paulberger Ritter. Hallo Max, also. Auf dem Holzthron. Die Königskrieger, herzlich willkommen in der Bergerburg. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um euch zu entschuldigen. Für was? Hey, ich bin so aufgeregt. Sachen zu reden. Wollte ich gerade sagen, wir sind hergekommen, um einige Sachen zu klären. Was ist euer Anliegen? Sprecht jetzt. Darf ich? Gestern gab es einen gewissen Tag, wo es sehr düster geregnet hat. Der liebe MBK hat mir geschrieben und gesagt, ich soll hierher kommen. Aber er hat mich bedroht wegen einem Pferd, das wir anscheinend getötet haben. Also, nicht anscheinend, ihr habt das Pferd getötet. Ja, aber man muss erstmal sagen, erstmal zweite Situation wieder. Wir haben das geklärt gehabt gestern. Und MBK macht mal wieder weiter und bedroht erneut. Ein Mitglied der Königskrieger! Aber jetzt nochmal ganz kurz aus meiner Sicht. Nein. Tag und die Zeit ist was abgelaufen. Ja, die Zeit läuft ab für euch. Warte mal, darf ich jetzt nicht mal dazu was sagen? Ist es jetzt einfach nur eure Sache? Nein, natürlich darfst du was dazu sagen. Denergy kam hier gestern hierher, weil es ein guter Freund ist, den ich seit 10 Jahren kenne. Und ich habe ihm die ganze Situation geschildert. Und habe gesagt, Daniel, du bleibst trotzdem mein Freund. Ich habe dich hierher geholt, habe dich nicht angegriffen.
Ach, warst du hast deinen Freund nicht angegriffen, du hast ihn bedroht, alles. Ja. Dennett, erzähl doch mal deine Sicht. Ich hab zu Daniel, ich hab zu Daniel gesagt, ich möchte dich hier erstmal nicht sehen, bevor die Sache geklärt ist. Das war die Drohung für dich? Ich hab gesagt, ich stehe hinter den Königskriegern und wenn sie die Entscheidung getroffen haben, ein Pferd zu töten, dann war es anscheinend richtig. Und dann hast du deinen Bogen rausgezogen und wolltest mich angreifen. Ey, die sagen gerade, es ist richtig, die sagen gerade, es ist richtig, ein Tier zu töten. Okay, warte mal, wenn wir jetzt wieder auf dieses Tierthema gehen, wie viele Tiere hast du schon umgebracht, MBK? Nein, das ist doch kein Argument. Warte, Stu, war es dein Tier? Es bezieht sich doch nicht darauf, ob es unser Tier oder euer Tier war. Letztendlich wart ihr im Kampf und er musste sich wehren, dann hat er dein Pferd getroffen. Sören, da oben, halt deine Ohren zu, Sören. Stopp. Lass uns mal bitte ganz vorne starten. Ganz, ganz vorne. Ja. So, es gab einen Konflikt zwischen MBK und Stani. So, ja. Sagt, wenn es irgendwas falsch ist. Wir sind zu dir gekommen, Stani, und wir wollten nichts außer eine Entschuldigung dafür haben. Ja, du, aber Bro, lass mich erstmal ausreden. War daran falsch, wir sind gekommen, weil wir eine Entschuldigung wollten. Dann hast du dich, Entschuldigung, so mäßig entschuldigt, so, okay, lassen wir gelten, alles gut, wir sind gegangen. Die Sache war geschlossen, der Fall war durch. Doch. Dann hören wir dich. Stopp. Dann hören wir dich über unserer Base, wie du ein Pferd klaust. Wir nehmen die Verfolgung auf. Dann allein für Diebstahl ist schon frech. Und dann schießt du noch mit deinem Bogen das Pferd tot. Und Chiu, also er hat dein Vertrauen missbraucht, Chiu. Was wir hier sagen. Bro, ich könnte dir sagen, guck mal. Ja, okay, er fängt an. Nein, aber, okay, ich kann nicht reden wegen MBK, sorry. Nein, wir lassen hier wirklich jeden komplett ausreden. Bro, das Ding war gewesen, ihr kommt zu viel. Stürmt meine Pyramide! Wenn ihr normal was absprechen wollen würdet, dann werdet ihr normal gekommen. Und ihr habt mich unter Druck gesetzt. Ihr habt gesagt, wenn ich mich nicht entschuldige, Diamantenstrafe. Und wenn ich dann nicht die Diamanten zahle, killt ihr mich. Ja. So habt ihr geredet, Alter. Ganz kurz. Ich will auch dazu was sagen. Es gibt Gesetze. Ganz kurz. Ich war ja selber nicht anwesend, als das passiert ist. Deshalb würde ich gerne mal Elinas Meinung dazu hören. Ist das genauso passiert? Seid ihr wirklich zu viert da hingegangen und habt Stani angegriffen? Erzähl mal aus deiner Sicht. Angegriffen würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben ihn nicht angegriffen. Unter Druck gesetzt. Also lass sie mal reden. Wir sind zur Burg gegangen, haben da gewartet. Zugegebenermaßen haben wir ein bisschen TNT dahingesetzt. Ja, das ist schon wahr. Okay, aber, interessant. Aber wir wollten nur eine Entschuldigung haben. Da muss man aber auch dazu sagen, das TNT haben wir nur gesetzt, damit er zu uns kommt, weil er wollte zuerst nicht kommen, habe ich das TNT gesetzt, habe gesagt, ja, Stani, jetzt komm Max, her. Aber Max, wenn vier Leute einen angreifen, natürlich hat man Angst, es gibt drei Herzen so. Okay, und auch wegen TNT, ihr habt ihn quasi erpresst aber und gesagt, wenn du jetzt nicht kommst, werden wir deine ganze Burg. Und Bro, ich konnte mich nicht mal rechtfertigen, weil MBK hat nämlich große Klappe gehabt, ich wollte mich gar nicht entschuldigen, das war MBKs Schuld. Sio, wir wollten die Burg kaputt machen, TNT macht keinen Gebäudeschaden. TNT macht doch gar kein Gebäudeschaden. Es war einfach nur ein Druckmittel. Es gibt zwei Optionen, wie wir das jetzt hier reden werden. Es gibt zwei Optionen. Entweder brennt diese Burg oder wir werden uns jetzt einigen, weil wir sind Freunde. Woher kommt diese Drohung jetzt? Darum wusste ich gerade auch nicht. Drohst du uns gerade, die Burg brennt? Hä? Bro, ich wurde gestern. Warum ist denn ein Apfel? Du hast gerade gedroht, unsere Burg abzubrennen. Nein, es gibt zwei Optionen. Entweder werden wir wieder Freunde, so wie es vorher waren, oder wir werden den ersten Clankrieg haben. Ja, Mann. Sio, unterschreibst du das so? Wegen zwei Diamanten? Okay, passt auf. Passt mal auf, Leute. Ich will, dass jetzt alle hier den Raum verlassen, bis auf Estio und ich. Ihr anderen wartet jetzt vorne. Nein, dann eskaliert es. Max, das nein, letzte... Estio... Okay, nein. Nein. Keiner eskaliert jetzt. Jetzt reden... Ihr geht jetzt vor. Geht vor die Burg. Mann, ich bin zu emotional, Mann. Geht vor die Burg. Okay, Max. Pass auf, MBK könnte jetzt angreifen. Ihr seid noch zu nah, geht vor die Burg. Ihr wartet jetzt draußen. Ich hab Angst, dass wir jetzt nicht zerfetzen, während wir nicht anziehen. Mann, hab ich was Falsches gesagt? Ich höre immer noch Dennett. Mann, ich will doch nicht, dass wir streiten. Ja. Ich höre dich immer noch, ihr müsst ein bisschen weiter... Stani wird mich angreifen, ich sag so, wie es ist. Weg. Ja, ich glaube, wir sind genug weit weg. Ja. Da müssen wir ja gucken, dass MBK jetzt sich wieder durchdreht hier. Stani, das letzte Mal hast du deinen Bogen gezückt und hast auf mich geschossen. Ja, sei froh, ich hätte dir ein Herz abziehen können. Hab dich laufen lassen. Ich hab dich nicht mal angegriffen. Ich hab einen Lava-Eimer unter dich gesetzt. Das war's. Ich bin ein kleines Babychen, weil ich dich was fertig gemacht habe, Bro. Also, ich lass mich nicht provozieren. Mach alles ich sag gut. dir nur. So wie es ist, wenn ich wollen würde, wärst du gestern platt gewesen, also hättest dein erstes Leben verloren. Jetzt gerade bei euch ist es eh so, one and a half man, nichts gegen dich, Daniel, aber... Was soll das denn heißen? Also, Warum stellst du mich immer so da, als ob ich nicht kämpfen kann, hä? Kannst du's? Warum testest du es nicht einfach mal? Hä?
Warum redest du immer nur davon, dass ich schimpfe? Du riechst aus dem Mund nach. Ja, du riechst aus dem Mund nach Gurke. Kannst du bitte wieder runtergehen? Kannst du bitte. Weißt du was? Ja. Weißt du was, MBK? Alles gut. Ich werde nicht auf deine Tricks eingehen. Ja. Wir werden noch sehen, wer hier angreift. Mensch! Hä? Mach Sitz! Gurkensohn, ja. Ruhig. So. Wer hast du ihn gerade genannt? Ist das der Umgang zwischen euch? Ich bin der Gurkensohn, okay? Weil mein Vater eine Gurke war. Boah, Stani, diesmal, dass du mich nicht angreifst, ist ein Wunder. Ja. Okay. Einzige, der hier Unheil reinbringt. Nein, ich hab noch. Warte, wieso? MBK ist der Einzige, der Unheil Stani, reinbringt. Stani, du hast mein Pferd. Du musst Max langsam mal einsehen. Hä, du. So. Hä? Okay. Also, folgendes Angebot jetzt. An euch. Für das Pferd, was geklaut wurde und gestorben ist, wollen wir eine Entschädigung. Ja. Wenn die Entschädigung erfolgt, dann ist für uns alles gut. Ja. Ich will erstmal eine Entschuldigung. Gemeinsam, ja. Ich will erstmal eine Entschuldigung von MBK an mich und an Denergy für sein Fehlverhalten in den letzten Tagen. Und dann können wir über jede weitere Verhandlung nachdenken. Okay, das Einzige, was mir leid tut, eventuell habe ich beim ersten Tag ein bisschen provoziert. Das war's. Ja, okay. Aber damit ist, dafür musste ich mich entschuldigen und das hat alles ausgelöst. Guck mal, genau, das ist ja das Ding gewesen, MBK. Ich hab das Video wirklich sogar angeguckt. Max, du musst ehrlich einsehen, dass MBK unheimlich für den Okay, warte mal, Max. Okay, vielleicht war es nicht gut von mir, aber Sue, du hast das Video angeguckt, jetzt geht er wieder weg. Das ist krass. Sue, also nee, warte ganz kurz, ich bin nicht deswegen weggegangen. Ich hab ganz kurz mit der Community geredet. Okay, Sue, du hast das Video ja angeguckt. Wir haben ein bisschen herumgestochert. Shiny und ich waren ja Freunde. Ist es direkt berechtigt, dann mit einem verzauberten Pfeil auf mich zu schießen? Nur nachdem, was da passiert ist. Ganz kurz, MBK, man hat aber gesehen, dass dieser Schuss von Stani einfach nur Spaß war. Als ob ihr in Minecraft noch nie einfach so aus Spaß. Guck mal, hier, ich schieße jetzt aus Spaß ihn ab. Ist das nicht schlimm? Schuss war Max, das. Ganz wegen kurz. Wegen einem Schuss machst du hier so ein Film draus. Ich schieße dich ganz kurz ab mit einem voll verzauberten Bogen und du läufst mit einer Eisenrüstung durch die Gegend, wo man drei Leben hat. Aber man hat doch gesehen, er wollte dich doch gar nicht töten. Ihr wisst doch, wie das hier mit den Herzen ist. Selbst wenn er angeschossen wird und dann an Fallschaden stirbt, dann verliert er ein Herz. Das ist doch kein Spaß hier. Nein, ich hatte 1,5 Leben und ich hatte Glück, dass ich einen Wassereimer dabei hatte. Ich wäre sonst verbrannt. Du kannst froh sein, dass ich dich gekillt habe, weil ich dich in Ruhe gelassen habe, Oh mein Gott, jetzt rutt, ey. So, passt da. Nein, kann der Schmutz hier weg, bitte? Ja, der Schmutz soll weg. Guck mal, er beleidigt. Er sagt einfach Schmutz. Pass auf, Königskrieger. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Entweder es kommt jetzt die Entschädigung oder es ist Krieg. Und ich finde, wie gesagt, wenn MBK sich entschuldigt und dieser kniet vor uns, dann können wir darüber reden. Zwei Diamanten, ich will kein Spiel dafür. Was? Wir hatten sogar vor, euch entgegenzukommen, dass hier alles wieder heile Welt ist. Ja, ich will über die Überraschung noch nicht reden, aber dass wieder MBK so provoziert, der bringt es wieder in die andere Richtung. Wollte ich gerade sagen. So wie MBK. Ja, okay, warte mal. Max, also ich finde das gerade echt nicht in Ordnung, dass wir als Schmutz betitelt werden. Ja, Bro, er beleidigt wieder direkt. Ja, also, nee, haben wir einmal MBKs beleidigt? Aussagen kann ich nichts, aber. Du bist der König. Das aber ja Max, das ist das Gleiche, als ob ich sagen würde, ich kann dafür auch nichts, dass Stani gestern euer Pferd geklaut hat. Wollte ich gerade sagen. Ich stecke alle im selben Boot. Ich habe doch auch gar nichts gegen dich. Ich will, dass Stani seine Schuld bezahlt. Darum aber das ist das, was Sue und also anscheinend nicht checken. Ich will nur zwei Diamanten von Stani fürs Pferd und das war's. Ich habe nichts gegen euch. Entschuldige dich, für dein Fehlverhalten und bei Gurkensohn auch dich entschuldige und dann kriegst du deine zwei Diamanten genannt hast. Nein, ich hab nur gesagt. Komm her, ich hab nur gesagt, entschuldige dich und dann können wir weiterreden. Wofür soll ich mich entschuldigen? Wofür? Für dein Fehlverhalten. Es gab wenn du ein wahrer Ritter bist, dann musst du auch wisst ein bisschen Ehre besitzen. Diese Doppelmoral stört mich gerade. Okay, wie er sagt zu Stani, er soll sich entschuldigen mit vier Leuten und du kriegst das jetzt nicht einfach gebacken. Wir geben uns jetzt ja. Okay, pass auf, wir machen es folgendermaßen. Stopp, bevor jemand was sagt. MBK, du wirst dich entschuldigen. Stani, du wirst dich entschuldigen. Nein, ich entschuldige mich nicht nochmal. Warum soll ich mich nochmal entschuldigen? Ich habe mich das war nicht ernst gemeint. Es war nicht ernst. Ja, okay, warte, ich entschuldige mich ganz kurz. Oh Mann, okay. Alter. Gleichgültig wie Stani. Also, Bringt nichts. So, und wann wird hier die Schuld bezahlt von euch? Okay, lass uns mal, wir müssen das kurz besprechen. Ja. Jungs, lass mal kurz die weg, kurz nach unten. Kommt. Also, Max. Wir gehen wieder in die Burg. Ich bin sprachlos. Ich check's auch wirklich nicht. Ich sag zu SU, guck mal, man muss das ja als zwei Fälle betrachten. Einmal waren wir bei ihm und wollten eine Entschuldigung. Nichts passiert.
und der Pferdediebstahl und der Pferdemord. Das sind zwei geschlossene Sachen so. Und, so, und also das ist nicht das korrekt. Das mit Schmutz war vielleicht ein falsches ja, Wort. Bro, du musst auch ein bisschen aufpassen, ja, was du sagst. Max, es geht um ein Pferd und es wird ganz so getan, wie als wenn nichts wäre. Die ganze also Zeit, als wenn nichts wäre. Das Problem ist, das Problem, was ich sehe, wenn wir das jetzt einfach so stehen lassen, dann stehen wir hier als Schwächlinge da. Meiner Meinung nach. Ja. Dann stehen wir hier als Schwächlinge da. Meinst du, wie sollen sie angreifen? Oder also, Elina, halt warte sein, mal, hier nimm dir das auch mal, kannst auch auf dein Schild packen. Dann. Ui. Danke. Ui. So. Ich glaube, wir müssen. Ich will doch nur zwei Diamanten. Ich will nur zwei Diamanten und für mich wäre die Sache gegessen. Ja, ja, es ist. Also, wenn die jetzt nicht zahlen, werden wir sie angreifen, würde ich sagen. Ja, haben wir halt nicht. Ja, müssen wir. Müssen wir. Müssen wir. Wir müssen Stärke zeigen. Sonst sind wir hier eine Lachnummer. Sonst denken alle, wir blöffen nur. Also ich sag dann, wenn ich das Kommando mache, dann heißt es Angriff. Ja, okay. Wenn wir gleich reden und ich das mache, dann greifen wir sie einfach an. Aber tut mir bitte einfach, passt auf euch auf. Also, Danergy ist das schwächste Glied. Wollte ich doch mal ganz kurz sagen. Müssen wir eigentlich auf Danergy gehen? Direkt, direkt. Okay, komm. Also dann ist es halt, ja. Okay. Vielleicht haben wir schon belauscht. Warte mal, vielleicht gehen wir nach oben auf die Türme drauf, dann können wir direkt von oben runterschießen. Oh ja. Lass mal auf die Türme hoch. Sorry, ja, Leute, ich hab's noch nicht. Alles Achtung, gut. Die kommen wieder. Wobei, Max, willst du reden? Ja, wir reden von hier aus. Ja. Okay. Geht ihr auf die Türme hoch? Ja, guck mal, die bereiten sich da schon vor. Was soll denn das, Jungs? Ist doch alles gut. Nein, ist doch gar kein so, Stress. So, ihr wartet vor der Burg. Ihr dürft hier nicht eintreten. So, ihr dürft nicht eintreten, solange das nicht geklärt ist. Wir wollen da auch gar nicht rein. Wir wollen auch gar nicht bei euch zu der Burg rein. Wie ist eure Entscheidung? Also, unsere Entscheidung ist wie folgt. Ihr lasst uns, wir werden euch nichts zahlen. Ihr lasst uns in Ruhe. Wenn ihr in die Nähe der Pyramide kommt, werdet ihr angegriffen. Ganz ihr wollt hier nicht Geschichte. Zahlen. Wir werden nichts zahlen. Wenn ihr in die Nähe der Pyramide kommt, werden wir euch eure Leben wegnehmen. Dann wird nicht mehr geredet. So sieht's aus. Ist das eure finale Entscheidung? Bro, das ist unsere finale Entscheidung. Ihr wolltet nicht einsehen, dass ihr Fehler gemacht habt und die produziert weiter. Aulberger Ritter, Angriff! Ist das euer Ernst? Zurück. So, hier! Ihr habt jetzt Hausverbot! Ja, alles gut, ich komme. Raus hier! Raus von unserer Burg! So. Entweder ihr zahlt jetzt zwei Diamanten Strafe! Bro, ich konnte gar nicht reden, Leute. Bro. Also, das ist. Oh, da hab ich sogar Damage bekommen. Alter, wären die. Bro! Double Shot! Da stand die Double Shot! Ja, Max hat okay. Sich übelst verändert, Alter. Nimm Goldapfel. Spam sie mit Pfeilen, spam sie mit Pfeilen. Ja, Stani haut schon ab, okay. Oh, sehr gut. Also, für einen Diamanten. Sehr gut. Ich bin gerade wirklich sprachlos. Ich bin sprachlos, dass ein Pferd nicht mal zwei Diamanten wert ist. Schuld zu zahlen. Wieso denn die Schuld bezahlen? Was soll das? Ihr habt ab sofort hier Verbot. Betretet nie wieder das Paulberger Königreich. Ja. Wir wollen gar nicht mehr hierher. Ich dachte, Max, Double Hit. Stani auch, pass auf. Oh, Stani 3, 4. Ich geh rein. Rauf. Wollen wir jetzt wirklich kämpfen oder was? Ja, ich glaub, die wollen's echt, okay. 4 Hits, 5 Hits. Rauf, so wie wir abgesprochen haben. Nein. Max, du sauber okay, dran. Hi. Okay, jetzt. Okay, Danergy, Bro. Das ist eine persönliche Angelegenheit, Bro. Ja, Jungs, genau so. Da ist jemand in der Lavabaden. Oh, Danergy verbrennt, Leute. Danergy verbrennt, Leute. Jetzt die sagen, okay, wir gehen mit zwei Diamanten. Dein Bogen. Siu, mein Freund. Oh mein Gott. Alle auf Siu, ist aber das stärkste geht. Alle auf Siu jetzt. Ey, fünf Pfeile. Enderperle. Ich sehe gar nicht mehr durch. Ja, weil du einen Goldapfel gegessen hast. Die ziehen sich zurück. Ja, geht mal auf Danergy. Nein, alle auf Danergy jetzt. Geht euch zurück oder was? Stani Shot. Bro, also ich muss ganz kurz hier. So. Guck mal hier. Also das ist krass. Hat meine Rüstung noch da gelitten? Nee, eigentlich nicht. Bro, also für zwei Diamanten, das passiert hier alles gerade nur für zwei Diamanten, ne? Das passiert hier alles für zwei Diamanten.
Das check ich nicht. Beim Berg abhauen. Ey, das, ich verstehe, dass sich das alles so für zwei Diamanten passiert, ne? Dass die einmal Achtung, die zwei... kommen! Ach, ehrlich? Die kommen hier, ja, okay, dann wieder dann hoch in die Burg, geht in die Burg zurück. In die Burg zurück, Ich bin wirklich enttäuscht, Jungs. Wir hatten sogar ein Geschenk für euch. Ja, ist klar, hattet ihr ein Geschenk, wahrscheinlich. Wir hatten wirklich ein Geschenk. Okay, ist das Geschenk ein Pferd oder die zwei Diamanten? Es ist tatsächlich sogar ein Pferd gewesen. Ja, dann hättet ihr das sagen sollen, dann hättet ihr das kommunizieren sollen. Ja, aber ihr habt uns Nein. Schmutz betitelt, als Schmutz. Wir wollen erst mal gucken, ob du das überhaupt verdienst nach diesen ganzen Sachen. Du hast dich doch nicht mal entschuldigen wollen. Ihr hättet die ganze Zeit doch Geschenk geben können, hä? Ja, aber wieso, wenn wir als Schmutz betitelt werden, warum sollen wir das dann machen? Achtung, okay. Esst du hier auf dem Hausdach? Ja, ja, ich bin auch drauf. Es alleine! MBK, Bro! MBK, the Kids! Ja, okay, er ist wieder runter. MBK, alles the Kids, gut. Er hat einen Pfeil getroffen. Stani. Ja, okay. Ja. Bro, komm jetzt, zieht Leine, Königstrottel. Guck mal, wie die wegrennen. Oh, Denergy, pass auf! Denergy, pass auf, Bro! Denergy, pass auf, Bro! Guck mal. Denergy, lauf! Kommt doch her, ihr Babys! Kommt also, doch, wenn ihr euch traut, ha? Ach, ich bin sehr, sehr enttäuscht. Wow, das ist krass. Ey, die kommen beide jetzt auf mich, ne? Also, damit ihr ganz kurz Bescheid wisst. Ich bin auch nicht von schlechten Eltern. Guck mal, Denergy, er hat Probleme gegen Tom. Auf Denergy gehe ich nicht. er hat Probleme gegen. Er kämpft schon gegen Pferde, ist ne? Ist das krass. Ja. Max, Alter, was war das? Die werden jetzt aber nochmal angreifen. Nein, guck mal, jetzt kommen die hoch. Warum chillen die schon wieder da hinten? Ja. Sollen die doch. Verzieht euch doch jetzt. Bro, also ich wette mit euch, die werden nochmal angreifen. 100%, Leute. Ja, guck mal, jetzt gehen die. Okay. Ja, ich glaube, jetzt gehen die. Jetzt gehen die. Okay. Ach, du Heilige. Was war das denn? Also, guck mal, da oben. Seht ihr das da oben auf dem Pferd? Da ist ein Pferd mit Goldharnisch. Ja, Elina, ist das dein Pferd? Warte kurz. Ist das deins? Moment. Also, nee, oder? Den schon wieder da. MK. Ja? Siehst du dieses Pferd hier vor mir? Ja. Wir haben irgendein wildes Pferd genommen und das war das Pferd? Wir haben irgendein Pferd im Wald aufgegeiert und sagen jetzt hier, das wäre das Geschenk. Das ist nicht dein Pferd, wir haben ein anderes Pferd. Echt, guck mal. Ey, Stani greift gerade immer noch an, ne? Stani greift immer noch an. Nimm doch mal Stani an die Leine. Ja, Alter. Ich hab gerade die ganze Zeit nichts gemacht. Ihr habt mich doch auch die ganze Zeit angegriffen. Es hieß die ganze Zeit angreifen. Deswegen haben wir zurück angegriffen. Jetzt anzugreifen, Jungs. Was ich hab teilweise zugeguckt. Er schießt schon wieder. Bro. Oh mein Gott. Ich bin auch die Bro, es bringt doch ganze Zeit nichts, Bro. Wir nehmen gleich die Burg ein. Was mein Grund war, ist, ihr habt mein Pferd getötet und ihr wart nicht mal in der Lage, zwei Diamanten dafür zu geben. Bro, das. Und dafür nicht das mal alles gerade. Nicht mal eine ehrliche Entschuldigung gab's. Ja. Ein Sören ist nicht auszutauschen. Bro, checkt ihr das nicht? Sören? Achso, sorry, dass du ihn jetzt schon seit zwei Jahren kennst. Sorry, Digga. Verzieht euch jetzt hier aus dem Königreich. Nur weil ich Sören mochte. So. Bro, du bist so ein Monster geworden, ne? Ich will dich auch gar nicht mehr hier sehen. Ja, ich bin du bist ein ja. P-Monster. Ich werde dich auch. Bro, ein PV. Sein PV. Ey, ey, Bro, er greift wieder an, Shadi. Ey. Ist das gerade. Bro. Ihr habt da Probleme. Ja, Stein, Stani hat nur wieder. Ich hab hier gar keine. Ich hab Stani runtergeschmissen. Bro. Es gibt nichts, die haben den High Ground. Und er direkt so. Bro. Ich glaub, er ist im Rage-Modus. Ja, ich glaub, Sue verwandelt sich gleich. Wo ist Sue, Bro? Sue verwandelt sich gleich. Hey, warte mal. Verzieht euch jetzt hier! Hey, mein Schild ist kaputt! Ey, sein Schild ist kaputt! Bro! Verzieht euch jetzt! Stani! Mein Jutster! So. Ey, Sue wird irgendwo hinter uns sein. Die wollen, das war's. Real Talk, das war's noch nicht. Ja, Sue ist nicht da. Ja, Sue. Guck mal, weil die warten auch noch. Stani, geh doch einfach. Geht doch jetzt. Ich seh ihn. Hinter euch. Geht doch jetzt. Ergreift er den an. Ey, jetzt alleine hinter uns. Alle drei auf Sue einfach. Okay. Ja, chill. Er macht Elina alleine. Alle auf Sue? Ja. Alle auf Sue. Da? Ich kümmere mich einfach um Stani. 2 gegen 1. Easy, ganz easy. Alter, ich komme hier gerade nicht hoch. Guck mal. Wo ist SU? Ey, Sue, was wir gesagt haben. Er war hier. Jo, machen wir.
Okay, SU? Los, okay, Stanja, ein Hit. Los. Stanja, noch ein Hit. SU, was willst du hier? Stanja, ey, Stanja geht rein mit zwei Hits. Es tut echt weh, dass das jetzt so eskaliert ist. Ja, ich find's auch schade. Das ist so schade. Vor ein paar Stunden waren wir noch alle so dicke und jetzt ist das alles so eskaliert. Ja, ey, das war zu wenig und zu spät, was ihr gegeben habt. Sorry, aber... Zu wenig und zu spät? Oh mein Gott. Bro, oh mein Gott. Wo bist du denn, Bro? Er drückt Stoß. Ich bin hier drüben. Ich bin hier drüben. Ja, Bro, warum kommst du nicht hoch, Bro? Ja, warte. Die wollen NDK stürmen. Ja, die sind hier die ganze Zeit. Die sind hier. Wir kommen, ich bin voll live, alles gut, hast du gar keinen Stress. Bro, ist ja echt steil, die musst du wieder abhauen, ne? Hey, Bro, ich bin zum Rückstoß, ja, da kommt noch raus. Nach, Baby Bunny. Bro, komm mal wieder abhauen, ne? Abfahrt. Ja, komm, alles gut. Ey, wartet mal. Was kurz besprechen. Warte. Jungs, ich bin hier. Ja? Hey, er ist alleine hier ohne Scherz. Hey, Jungs, ich bin nur bereit, dass eure Burg weiter eingenommen wird, wenn ihr weiter so macht. Kann ich's hier auf dem Dach? Hier auf dem Dach? Ja, jetzt schmeiß ich ihn runter. Bro, guck mal. Nein. Guck mal, nein. Oh mein Gott, ja, Bro. Hey, ich bin verbuggt, Leute. Bro, dann bau dich raus. Was ist das denn? Wir hätten ihn töten können. Bro. Ja, wo ist Stanni? So, lass die mal hier aus der Burg rauskicken. Ja, lass sie raus. Einfach mal rausgehen jetzt. Reicht jetzt. Guck mal, nein, ey, die gehen zum nächsten Pferd. Ich kann ja richtig heiß den Sieg spielen. Ey, Stanni alleine. Stanni alleine, komplett. Oh mein Gott, wieder. Bro. Komm mal runter, du Schisser. Bro. Wie geht's an Michael? Er ist hier. Komm mal. Komm her. Bro, er wollte einfach nur Dings. Er haut ab. Oh Gott, er hat Angst, Bro. Er sagt, ich bin im Labyrinth. Warum hast du Angst, Bro? Warum haust du ab alleine? War doch 1 gegen 1. Bro, komm 1 gegen 1. Warte, Sue. Okay, dann komm 1 gegen 1. Dann kennen wir das 1 gegen 1, aber bis zum Tod. Oha, ja, okay, oha. Nein. Okay, und ihr seht, ja. MBK, ich hau einfach ab. Sag Stanni, auch die ganze Zeit ab. Ist das krass. Max ist fast down. Bro, es ist die Motivation. Ey, schießt ganz auf Energy, er hat kein Schild, Bro. Er hat kein Schild. Aim is on point. Stani 1, Stani 2. Stani hat einen Double-Hit bekommen. Double-Hit auf Stani. Bro, ja? Dick-Hit. Ja, ich hab ne Idee. Er muss wieder Gold dafür geben. Nein, ey, ich hab Essen gegessen, weil ich muss auch raggen, Bro. Oh, es ist so. Jetzt haut doch mal ab hier. Was wollt ihr? So, Abfahrt. Jetzt geht's ab. Es reicht. So. Wo ist die ganze Zeit Denergy? Er redet die ganze Zeit wie eine riesen Gurke, Bro. Bro, haben die unser... Bro, ist das euer Ernst, dass ihr hier die Burg schon kaputt macht, Alter? Nein, Bro. Bro, guck mal hier, das Dach, wie das aussieht. Ich seh's grad. Ist das euer Ernst, Alter? Nur weil die so eine Schimmelpyramide haben? Also, Bro... also, oh, Sue, ist das dein Ernst? Wir haben deren Thron. Setz dich. Ey, die haben den Thron... Ja, komm, lass pushen, lass die unten pushen. Ja, ey, lass aber Denergy töten jetzt, abfahren. Den Thron wurde eingenommen. Bro, also, das ist traurig. Wir haben den Burg eingenommen, Alter. Ist das? Ja, Bro, ich bin ganz im Bro. Das war so Spaß. Bro, Sue geht jetzt einfach weg. Ich bin hier oben mit MBK, ja, wenn ich am Feind. Geht jetzt einfach weg. Geht einfach weg. Du spielst euch wieder. So. Ja, mein Zeichen geht oben. Es ist so krass. MBK, warum gehst du jetzt weg? Hä? Hä? Oh, warte, jetzt bin ich jetzt. Ich bin Sue. Guck mal, er haut wieder ab. Die Burg eingenommen. Hier ist Max. Max ist hier. Okay. Hier auf Max. Oh mein Gott! Max ist wieder abgehauen. Bro, also. Ist okay, das lass krass, ihn zurückziehen. Lass ihn zurückziehen. Ja, Max Big Hit. Max Big Hit. Okay. Reicht jetzt. Wir haben Statement gesetzt. Ja, krasses Statement. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor jemand das erste Leben verliert, ne? Abhauen. Krass Statement, abfahren. Bro. Krass Statement. Bro, Max haut ab. So, Kloschüsselkrieger, wollt ihr jetzt gehen oder nicht? Also, das checke ich jetzt gerade nicht. Guck doch mal wieder an eure Schimmelpyramide. Bro, wir haben die Burg eingenommen. Wir sind einfach auf der Burg hier. Die machen nichts. Die wollen kein Herz verlieren. Die haben eingesetzt. Die sind krass, weil sie hier chillen. Hä? Die wollen kein... Bro! Die haben die ganze Burg kaputt gemacht, ne? Das ist so krass. Es ist so krass. Ja, ist das nur weil die in einem Schandhaufen sitzen. Machen, Alter. Ja. Ist so. Aber warum muss man denn alles kaputt bauen, die Ekligen, Alter? Die haben wieder geschossen. Lass die wieder zurück. Nein, lass die
Guckt ja? euch das hier mal an, wie das Dach hier aussieht. Ey, lass mal auf Dennergy, bitte, bitte. Einmal nur um ein Statement zu setzen. Ja, doch. Warte, Witz. Elina? Ja? Was soll das? Ey, einer von denen hat nicht mal ein Schild. Der Dennergy hat kein Schild. Dennergy hat kein Schild, Bro. Also, das ist doch. Also, Bro. War nicht schon wieder Hits? Ja. Also. Siu, willst du auch treffen? Siu! Hab ich doch. Ich hab zweimal geschossen, einmal getroffen. Das ist eine Lüge. Ja, was soll das? Ja, ist so, gibt aber die zwei Diamanten. Ja, einfach die zwei. Ja, komm, verzieht euch jetzt hier. Abfahrt. Verzieht euch. Kloschüsselkrieger, Abfahrt. Abfahrt. Guck mal, die hören sogar. Guck mal, die hören sogar. Stani gehen, Stani ab, Stani. Ja, ist das oh. Dolle. Ja, fein, Stani. Bro, ja. Sind das Noobs. Bro, also, zu krass. Auch wenn ihr jetzt, also, Bro. Das ist zu krass. Ihr habt euch so, verändert, komm, okay. Reicht jetzt, reicht, Bro. Bringt nichts. Bringt weg. Bringt nichts. So, dürfen wir gleich erstmal wieder die Burg reparieren. Nächstes Mal machen wir auf jeden Fall Kampf bei denen, ey. Stani. Ja, nächstes Mal gibt's einen Kampf bei denen. Leute, ihr seht schon, was gerade abgeht. Ich würde sagen, guck mal, da gehen die, aber die hauen jetzt ab. Oder greifen die nochmal an? Ich check das nicht ganz. Guck mal, wie die immer noch gucken. Die machen Tänze. Eieieiei, okay, also wir befinden uns auf... Guck mal, und... Okay. Ja. Guck mal, wie er wieder in den Fall zickt. Oh, warte, guter Schuss. Leute, wir müssen gleich auf jeden Fall erstmal Rüstung reparieren. Können wir ja zum Glück machen, wir haben genug Diamanten. Bro. Also, ich habe alles gesehen heute, Leute. Die sollen jetzt einfach nur gehen. Paulberger Ritter in die Burg, wir reden. Ja. Okay. Ich mache jetzt so. Okay. Und jetzt MSG, iCrimex. Die kommen. MSG, iCrimex. Ist auch noch nicht hier den Besprechungsraum. Ey, die kommen, Bro. Die kommen wieder. Weil wir jetzt wahrscheinlich alle in einen Raum reingehen und deswegen wollen die wieder pushen. Bro, ist das traurig. Oh mein Gott, ist das traurig. Guck mal. Wieder auf dem Berg. Was wollen die jetzt machen? Die wollen noch mehr Pferde klauen, guck mal. Bro, ich check das nicht. Warum gehen die nicht einfach? Oh, ist doch jetzt ey, gut. Warum geht die nicht einfach? Ist doch gut. Ja, jetzt gehen die ganz weg. Bro, also ja, ich krass runter, lass runter. Ach. Ich werde hier wieder warten. Guck mal. Bro, die kommen einfach schon wieder. Also, irgendwann ist doch genug, oder nicht, Leute? Irgendwann ist doch genug. Jetzt wollen die noch mehr Pferde holen, oder was? Leute, ist es so traurig. Ich bin ehrlich, ich hätte auch von Sue, Stani und so allen mehr erwartet. Bin ich euch komplett ehrlich. Ich will auch noch nicht runter. Oh, ja, sorry. Komm mal Besprechungsraum. Achso, oh ja, sorry, ich komme runter. Ich wollte nur sagen, dass sie wieder zu unseren Pferden gehen, ne? Also, ja. Achso, sind die unten jetzt, oder was? Bro, jetzt die verbrennen jetzt, ey, die verbrennen das Dorf. Bro, was ist das? Was? Was machen die denn? Warte mal, was? Die verbrennen unser Dorf? Ja. Bro, okay, es ist so traurig. Okay. Bro, wo sind die? Da unten sind die? Bro, ja, ey, ist es so krass, Jungs. Okay, habt ihr keine eigene Base? Habt ihr euch verliebt in unsere, weil die so schön ist? Was? Nee, wir gehen schon. Alles okay. Sorry, dass wir wieder hier waren. Wir gehen ja schon. Bro, wie kann man denn? Bro, warte, nein, die haben irgendwas bei IT gemacht. Die haben irgendwas bei IT gemacht. Hä? Die haben was eingebaut. Warte mal, die haben uns das Pferd geschenkt. Was haben die hier gemacht? Bro. Warte mal, Elina, wo ist Elinas Pferd? Ich weiß meist nicht. Meistens im Stall, das ist da. In der Burg oben. Bro, ja. Also guck mal, der Kampf war so des Grauens unnötig. Und guck mal, die haben im Nachhinein, die haben als Real Talk, guck mal hier rein. Was haben die gemacht? Guck mal hier rein. Die haben mir halt trotzdem ein Pferd gebracht. Wie? Oha. Ja, ich baue mal auf. Ja.
Die haben trotzdem ein Pferd gebracht. Okay. Boah, ist sogar verzaubert, oder? Ja, aber warum musst du... trotzdem das Pferd geschenkt? Ja. Mit Eisläufer 2 wieder. Ich check gar nichts mehr. Warum machen die denn hier so... Warum machen die denn so eine Action, wenn die uns doch was schenken, hä? Ich check das auch nicht. Hätten die das doch gleich gegeben, dann wäre das gar nicht so eskaliert. Ja, oder warum ist man nicht hierher gekommen und sagen, Leute, als wir bereuen es... Ja. Und deswegen geben wir euch das Pferd. Also ich bin ehrlich, ich habe jetzt keinen Grund, dir anzugreifen. Jetzt hätte ich keinen Grund, dir anzugreifen. Ja, aber irgendwie ist ja jetzt... Ihr habt euer wahres Gesicht gezeigt. Jungs, kommt mal hoch, wir gehen jetzt mal auf Abschlussbesprechung. Ich pack den oben in den Stall rein. Also ich check das auch nicht. Leute, hätten die direkt das Pferd gegeben. Bro, jetzt kommt die wieder mit Schmutz, ne? Das ist auch so krass. Also hätten die direkt das Pferd gegeben, wäre es für mich gar keine. Okay, wisst ihr was? Die haben das Pferd gebracht. Ich warte kurz. Ich schreibe jetzt Sue. Ich entschuldige mich jetzt mit Schmutz. Ja, entschuldig dich mal. Ich weiß nicht, wie man entschuldigen schreibt. Bro, warum haben die auch den Thron hier so abgebaut? Ja, alle sind direkt offline gegangen. Okay, das ist stark. Oh nein. Ja, nein. Okay. Aber Dennis hat es doch gesehen. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Max hat den Thron kaputt gemacht. Alles, ne? Bro, die haben einfach hier angefangen, alles kaputt zu bauen. Ja, jetzt sieht es wieder gut aus. Ey, mein Gott. Ey, Leute, ganz ehrlich, also... Ich sag's mal so, ich find's cool, dass sie noch das Pferd geschenkt haben, aber ich check halt nicht, warum die es nicht direkt schon gemacht haben. 100%. Also ich verstehe die ganze Aktion nicht, ehrlich nicht. Ich weiß auch nicht. Und ich sag auch, wie es ist, ich finde auch, wir sind im Recht, so. Wir haben ihnen mehrmals die Chance gegeben, ihre Schuld zu bezahlen. Na klar. Haben es irgendwie nicht gemacht und wundern sich dann, dass wir angreifen. Ja. Was denken die denn? Also ich sag's mal so, wir sind jetzt erstmal auf Kriegsfuß mit denen. Wir werden sie nicht aktiv angreifen, aber die haben hier auf jeden Fall nichts zu tun. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Grund hinzugehen, wir haben keinen Grund, die anzugreifen, weil die Schulden sind eigentlich beglichen. Aber wenn Schulden die weiter Stunk machen, ich würde direkt zurück angreifen. Ja. Safe. Und vor allem haben die hier auch bei der Burg nichts mehr zu suchen. Ja, und so viel kaputt. Wir haben ein Hausverbot. Die sind auch ausgeladen von der Beerdigung. Ja, also sage ich auch so. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier alles repariere. Ey Jungs, wir sehen uns morgen wieder, ja? So, Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Heute war zu viel Stress und die haben im Endeffekt trotzdem das Pferd gebracht. Leute, bis morgen. Ciao, ciao.